Und nicht gut. Auch ein Weg. Jawohl, ich hoffe, ich kann mich da dir vorbeischmuggeln. Da ja, nicht die sinkende Luft von hier, ich die steigende von der Port. Ja, das ist eine schöne Sache. Ah. Jetzt Tommy Wetterballon mal zeigt da. Und wie? Eindrehen! Tom, du musst eindrehen! Komm schon, dort wollte ich. Du bist schon fast gleich hoch wie ich. Und jetzt, jetzt. Oh! Ah, da habe ich jetzt sehr sinkende Luft. Der war die eigentlich. Jetzt gibt es sehr steigende Luft. Ah, ja, Tom hat gesehen, wie er ist abgehoben. Etwa in der Sekunde zwei. Jetzt so, jetzt dreht es mich wieder. Und jetzt hat es da jetzt. Ja. Ja. Egal, glaube ich, rüber. Bevor ich mir da viel Höhe verdoppeln. Ich bremse voll auf, dass ich nicht
in sinkender Luft langsam fliegen. Die Schale ist leer, die Bergbau ist leer. Im Moment habe ich nur sinken. Ja, hier kommt es. Ja, noch nicht richtig. Ich glaube, es drängt mich gleich ein bisschen raus. Oh. Welcome to the lift. Wie vermute ihn hier? Noch geht's noch ein. Aber ich denke, irgendwo in der Nähe ein bisschen schönere Flüche, wenn ich. So hier? Ja. Hier. Jedes Mal. Und dann geht's fertig. Ich muss da jetzt über den Bein. Oh, hier spüre ich richtig die warme Luft. Damit die Antenne, das ist die da, mehr anzeigen, was steigt. Oh, jetzt habe ich das Grundsinken verwischt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht komplett verreise. Da ist da bin ich nicht mehr hergekommen. Man kann schauen, ob es hier irgendwie noch etwas läuft. Im Moment kann ich nicht mehr über das Zeug eindrehen. Ja, jetzt muss ich einfach ein bisschen Geduld haben. Eventuell.
Moment, wage ich mich nicht für nicht. Na, was geht wieder stinken, der Gigo? Setzt du dich genau mit zwei drei. Und dann denke ich einfach nur, wie er steht. Ja. Und wo ist die Thermik? Okay, jetzt bin ich viel zu steif. Ja. Ja. Ich bin jetzt gerade am Abend rausgeflogen, weil ich auf die Leute bekomme und irgendwie die Thermik verfehle.
Ja, das ist gut. Jetzt, bis jetzt verliere ich keine Höhe mehr. Ich sehe da, dass er dort am Hader recht Höhe verliert. Aber ich glaube, meine 900 Meter, die ich mir als Minimalhöhe für am Hader habe vorgemerkt, kann ich halten. Ich habe keine Ahnung, wie der Wind kommt. Aber ich habe ja hier das rote Elend, das mir dauernd im Weg war, wird mir jetzt zeigen, ob noch etwas geht. Sieht so aus. Das steigt auch im Vergleich zu mir. Ich habe jetzt eine normale Gleitzahl. Oh ja, das steigt schön am Hafen entlang. Ja, jetzt komme ich auch wieder im Weg, so wie hier mir halber. Ah nein, ich bin wieder nichts im Weg. Du steigst gut.
Lalabäumen. Jetzt der Köhlflicke nochmal. Ja, ich muss mal dem Scheiß. Ich bin grusig. Ich hoffe, dass ich da jetzt grusig steige. Ja. Look, it's a good bit of a grusig. Okay. Okay. Dann noch schauen, ob die Wange irgendetwas hat tanken. Wenn ich recht Geschwindigkeit sage. Ja.
kann mich noch wagen. Irgendwo hier. Da. Komischer Schlauch. Hier, jetzt kommt der gut. Bam. Jetzt geht er mich wieder nicht. Das war jetzt ein grusiger Entlaster. Also ich werde nicht schlau aus diesem Wetterverhältnis. Wir gehen nächstens über die Höhe und landen. Dann irgendwie konstant Wind. Das Ding ist nicht so geil. Jump. Und schnell ein Kontrollblick. Ah, fuck, jetzt haben die da Unterlandung. Ah ja, der Lämpchen. Also, wir nehmen das Wetter, wie es kommt. Ich kann ja schauen, was Tandems machen. Also, ich denke, ich muss das ausfließen. Ich sehe aber nicht. Aber man sieht auch Tandems, die doch anständige Geschwindigkeiten können fliegen. Ich komme jetzt endgültig über die Höhe. Der Hader hat mir noch ein paar Minuten Flug gegeben. Aber ich denke, dass es langsam richtig Wind hat. Das ist zu hören, ja? Aber ja.
Ich bin 33 Minuten in der Luft. Das sind etwa 15 mehr als ich gedacht habe. Ajá. Schon ein 30er. Ja, nicht mehr Vorwärtsgeschwindigkeit. So, auf Lehn landen. Aber wir nehmen es jetzt mit der 30er Höhenmatte auf. Dann nehmen wir einfach jetzt gegen Wind fliegen. Wie ich es schon mache. Noch ein bisschen anbremsen. Dann sollte ich dann etwa auf Nullgeschwindigkeit kommen. Kommt der Schirm über mich. Mal schnell kontrollieren, wo eigentlich. Machen wir schnell einen Test. Und das Stück nennt sich ein totales Sinken. Totales Sinken! Ja, das Nigro ist vorbildlich mit seinen Solarzellen. Ja, jetzt gehen wir schnell. Ich will noch schauen, wie schnell das wir werden, wenn wir. Nein. Längt auch nicht. 62. Ja, also der 30er stimmt schon. Also man sieht, wie gut das ist. So. Ja, ich weiß. Ich muss schauen, dass ich noch anständig landen kann.
Nein! Ja, das wollte ich auf keinen Fall. Das war auch quasi ein Dustdevil. Ein ganz leicht Bremse gelöst, damit sie nicht. Gute Sache. So, mein Birthday Flight. Also, die Landung war auf der letzten Rille gewesen.